Dann haben wir noch 2 Meter bis zum Pfeiler. Noch 1 Meter bis zum Pfeiler. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und stopp. Nur mit dem Untersichtgerät kommen sie dorthin, wo sie hin müssen. Direkt unter die Fahrbahn. Während oben Autos und Laster vorbeirauschen, fahren unsere Brückenprüfer die Unterseite der Brücke ab. Unser Brückenprüfer Volker Weber ist heute an der B27 und kontrolliert die lange Neckarbrücke zwischen Tübingen und Kirchentellinsfurt auf ihre Standsicherheit und Tragfähigkeit. Mit dabei sind sein Kollege Volker Poskowski und die Brückenplanerin Lea-Sophie Vogelsang. Jeden einzelnen Pfeiler und den kompletten Überbau der Brücke klopfen die 3 Ingenieure mit ihren Hämmern ab. Klingt es hohl, ist Volker Weber alarmiert. Normalerweise so ein klarer Klang, und wenn ich eine hohe Stelle erwische, das sind typische Stelle an der Fuge oder wenn was undicht ist, bei der Tropftülle, dann wird er richtig dumpf und das hört man ganz klar. Und das sind so die ersten Vorbote, wenn was los ist, wo man dann genauer hinschauen muss. Als Brückenprüfer darf man nicht zart beseitet sein. Ist es laut? Manchmal kann es auch richtig unheimlich werden. Dann zum Beispiel, wenn sich Volker Weber das begehbare Widerlager anzieht. Und was kam nun eigentlich bei der Prüfung heute heraus? Der Überbau selber hat einen sehr guten Zustand, er hatte kaum Risse oder Ablatzungen festgestellt, nur minimale Durchfeuchtungen. Was wir hier haben, ist, dass die Entwässerungsleitung ziemlich verrostet ist. Das heißt, die wird man die nächsten 5-6 Jahre vermutlich ausbessern müssen, teilweise Rohre tauschen müssen. Auch der Fahrbahnübergang, das ist das Gebilde am Ende einer Brücke, das immer so Fahrgeräusche verursacht. Teilweise ausgeschlagen und auch teilweise undicht. Da müssen wir schauen, wie wir das in den Griff bekommen, inwieweit man das reparieren kann und inwieweit es sinnig ist. Etwa 1620 Brücken an Landes- und Bundesstraßen gibt es im Regierungsbezirk Tübingen. Volker Weber kennt sie alle. Er und sein Team sorgen dafür, dass unsere Brücken sicher befahrbar sind und das Straßennetz im Bezirk leistungsfähig bleibt. Dafür danken wir ihm.